So, liebe Camper, da bin ich mal wieder und heute möchte ich euch mal ein ganz besonderes Fahrzeug vorstellen und den Dieter. Und der Dieter wird euch gleich mal das Wohnmobil zeigen, das Reisemobil, das er fährt und selber gebaut hat. Aber das soll er euch alles selber erzählen. Ich zeige euch mal. Hallo Dieter, ich grüße dich. Ja, hallo, ich grüße dich auch. Ja. Guten Morgen erstmal. Ja, frohe Ostern ja auch noch dazu. Ja, ne? Haben wir jetzt auch noch. Ja. Ja. Also wir stehen hier vor Dieters Wohnmobil. Dieter, erzähl mal. Du, ein MAN, das sieht man schon. Was ist das für ein Fahrzeug? Wie kamst du dazu? Also dieses Fahrzeug und so weiter habe ich lange im Auge gehabt und es ist ein MAN. Ein ganz normales Fahrgestell und eine M-Klasse. Man sagt in der Fachsprache, sagt man dann F2000 ist. Okay. So, dann habe ich dann auch gebrauchte Fahrgestell gekauft. War ursprünglich ein Wechselbritschen-Fahrgestell. Und das haben wir dann demontiert und haben das dann umgebaut, um eben halt eine Kabine auf dieses Fahrgestell aufzubringen. Ja, und dann gucken wir mal die Kabine. Ich muss weiter zurückgehen, obwohl ich schon Weitwinkel drauf hatte, da, damit ich die Kiste überhaupt drauf kriege. Der ist wie lang insgesamt? Er ist rund 11,60 Meter lang. Also 11,60 Meter. Kurz vor Schmerzgrenze. Meter. 12 Meter, ja. Und du hast schon erzählt, der hat wie viel Tonnen? Der hat rund 14,5 Tonnen. 14,5 Tonnen, also hast du Führerschein Klasse? Klasse 2. Klasse 2. So, und den Aufbau, erzähl mal zum Aufbau was. Der hat den gebaut. Der Aufbau ist in Ostfriesland gebaut worden, Ostorderfehn. Der hat dann gleichzeitig auch das Fahrgestell mitgemacht. Ja, der hier, ja? Ja, genau, der ist das. Ja, okay. So, nach dem Umbau hat er dann die Kabine gefertigt, ohne Fenster, okay. Nur eine Tür, Heckklappe drin. So, und das war's denn. Und dann bin ich angefangen, selber auszubauen. Wie dick ist die Kabine? Was für eine Wand hat die? Das sind rund 40 mm. 40 mm. Also im Sommer und im Winter ist das richtig gut isoliert. Ja. Kann man nicht meckern, ne? Bis der mal warm durch ist, dann braucht schon seine Zeit. Das ist ja ein Riesengeschütz. 11 Meter und? 60. 11,60 Meter. Ich habe das vergessen. Liebe Leute, guckt euch das mal an hier. Wie hoch ist der? 3,98 Meter und da hat der TÜV gesagt, 4 Meter tragen wir ein. Ja, okay. Hast du da schon mal Schwierigkeiten mit gehabt, wenn du unterwegs warst? Nein, man muss wissen, was tut man. Ja, das stimmt. Oder was fährt man. Okay. So, zeig mal, was hast du denn hier alles verbaut? Du hast ja verschiedene Klappen hier. Hier vorne haben wir schon einmal gesehen. Du hast gesagt, das Fahrzeug hat einen Doppelboden. Das Fahrzeug hat einen Doppelboden. Wir haben hier die Serviceklappen, wo die Heizung drin steht. Wir haben unten die Tank. Klappen. Auf der anderen Seite sind noch mal zwei Extra-Tanks, einmal für Heizöl und einmal für Dieselkraftstoff. Okay, Heizöl? Ja, ich habe ja eine Dieselheizung hier drin und ich tanke dann Heizöl. Okay, wir waren ja gerade auch denn bei den Füllmengen, da hatten wir mal drüber gesprochen, wie viel Frischwasser du tanken kannst. Ja, da rund 400 Liter, knapp 400 Liter Frischwasser. Ja. Okay. Das teilt sich dann nachher auf in Abwasser 100, 120, 130 Liter Schwarzwasser. Ja. Das heißt also Toilette. Und bei der anderen Versorgung oder Entsorgung haben wir runde 230 Liter. Irre. Irre. 400 Liter Frischwasser. Ich möchte nicht hinter dir stehen, wenn du am Tanken bist. Du besetzt denn die Frischwassersäule in einer halben Stunde oder was? Es dauert ein bisschen länger. Ja. Es dauert ein bisschen länger. Ja. Ja. Irre. Irre. So, lass uns einmal rumgehen. Wollen wir einmal draußen gehen, Dieter? Wir können einmal draußen gehen, ja. Guck mal, da oben kommt natürlich keiner ran. Ne? Wenn du irgendwo stehst, stehst du ja auch relativ sicher. Ne? Also einbrechen oder so ist nicht. Ja, wir haben trotzdem die Fenstersicherungen sind nochmal wieder abgesichert mit einer zusätzlichen Schiene und so, dass keiner auf den Gedanken kommt, da mal irgendwo was schlagen oder einzubringen. Ja, dann, ne? Okay. So, deine Sattanlage, die nimmst du immer so? Die nehmen wir immer so, weil obendrauf 4 Meter geht nicht mehr. Ja, das stimmt, dann ist Schluss, ne? Die hängt dann nachher irgendwo in den Bäumen drin. Okay, jetzt hast du eine große Heckklappe hinten. Ich habe eine große Klappe fürs Auto. Ich mach die mal auf. Ja, sehr gut. Oh, hau, hau, hau. Was fährst du da? Was kommt da rein? Da passt jetzt ein Mini rein. Weil der Mini hat noch eine geringere Höhe wie so ein Smart. Und dann kann ich oben im Schlafzimmer können wir ja, gut stehen. Also 1,75 bin ich und da ecke ich auch nicht irgendwo an mit dem Kopf. Guckt euch das an. Irre, ne?
So, und wenn ich das hier sehe, die ganze Wasserleitung, alles Kupferrohre. Alles Kupfer, ja. Und das ist Heizung, ja. Ja, und das hast du alles selber gebaut? Das ist selber, weil ich bin Heizungsbauer und das System stammt so, was auch in den normalen Wohnhäusern verbaut wird. Wie lange hast du dran gebaut? Ja, ich habe rund 2 Jahre dran gebaut. Das ist aber schnell, ne? Das ist schnell, ja. Das waren dann also Sonntage und auch die Feiertage so ein bisschen gewerkelt. Okay, guckt euch das an. So, und dann fährst du den einfach hier raus? Hat der da hinten eine Seilwinde oder wie ziehst du das den rein? Das wird mit der Winde gemacht. Ich habe dann zwei unterschiedliche Auffahrrampen hier. Okay. So, dann muss dann das Fahrzeug parallel davor gestellt werden. Und die Seilwinde wird dann hier mit der Fernbedienung bedient. Und man muss dann schon ein bisschen konzentrierter mitarbeiten. Aber Ladungssicherung wird betrieben. Vorne sind 2 Klappen drin, weil Auto kann mich nicht mehr dann verlassen. Man muss das reinziehen. Nee, du musst das reinziehen, ne? Ich muss das reinziehen, ja. So ist es. Irre. Den hast du aber nicht mit, dein Mini, oder? Nein, heute nicht, heute nicht. Nee, okay, so von hier aus, was haben wir hier noch? Hier haben wir auch noch ein paar Klappen, die da, was ist das? Die untere sind die Ver- und Entsorgungsklappe hier. Was ist denn hier? Abwasser. Frischwasser. Okay. Hier sind die beiden Klappen grau und Schmutzwasser. Alles schön beschriftet dahin, damit du nicht vergisst, was was ist. Ja, aber genau, du hast das genau, ja selber genau gebaut, du wirst das dein Leben lang genau nicht vergessen. Hier sind noch die Klappen für die der Ladungssicherung. Wenn das Auto drin steht, wird hier nochmal der Radsatz gesichert mit Spanngurt. Ja, okay. Dann geht's hier weiter. Ja, einmal die Klappe. Gastank. Wir heizen mit Diesel und haben hier Gastank für Kühlschrank und für zum Kochen. Okay. Wie groß ist dein Gastank oder sind das Gastankflaschen, die du da hast? Nein, dies ist ein Gastank, der hat 50 Liter. Ja, okay. Auf der anderen Seite haben wir noch zusätzlich einen hinterhergebaut, damit wir so ein bisschen länger Gas stehen können, und okay auch nicht wieder um Gas zu suchen. Okay. Hier haben wir noch mal für die Getränke und so weiter die Klappe. Ja. Ist auch mal ganz wichtig. Ja, Getränke sind immer wichtig. Immer wichtig, ja, genau. Ja, irre, ich gehe noch mal hier. Da haben wir das Fahrerhaus. Da oben ist das ein Alkoven jetzt? Nein. Das ist vom Anfang her ist das ein, praktisch ein Top-Sleeper gewesen und bleibt auch so. Ja, okay. Den habe ich auch nicht verändert, weil ich wollte da oben keine Schnitte drin haben und wir haben das Fahrzeug so gelassen. Wir haben hier dann noch einen Durchgang vom Führerhaus. Das heißt, du hast ja eigentlich dann noch ein kleines Besucherschlafzimmer, ja, da oben. Die Kinder sprinten da immer gleich rein, weil ja, das glaube ich. Oben ihr kleines Reich. Das ist sehr wichtig. So, was wolltest du erklären mit dem Durchgang? Aber wir haben hier einen Durchgang drin, ja, weil wir hinten noch eine Sitzgruppe drin haben, die dann auch benutzt werden kann. Das ist ein 6-Sitzer-Zeug. Und man muss dann eine Verbindung zwischen Führerhaus und Kabine herstellen. Irre. Ich gehe mal hier rum. Da hast du dir ein Monster gebaut. Hat dein Fahrzeug einen Spitznamen? Hast du ihn irgendwie? Ja, ist der Dicke. Der Dicke. Der Dicke. Ja, das passt auch. Der Dicke. Na gut, Dieter, dann gehen wir mal rein. Ja. So, wir wollten ja gerade mal reingehen. Und dann haben wir noch mal einen Blick in die Garage geworfen. Und ich habe eben gar nicht gesehen. Guckt euch mal an, wie hoch das hier ist. Und die da hat dann auch eine Gasheizung stehen, wenn ihr mal draußen vor dem Wohnmobil sitzt. Wenn man draußen richtig, ja, so 4-5 Leute sitzen und man muss ein bisschen Wärme an die Füße kriegen. Ja, okay, guckt euch das an. Wie gesagt, er hat da natürlich keine Gasbuddel drin, aber die schließt du jetzt hier an, hast du gesagt. Ja, irgendwo, das ist, ne? Die interne Gasversorgung ist das jetzt hier und da kann ich dann mit dem Schlauch dran. Ja, wo hast du deine ganzen Batterien stehen? Batterien stehen hinten im Doppelboden drin. Also ah, die kann man von drin sehen. Ja. Okay. So, dann gehen wir mal rein. Das wollte ich euch nur noch mal gezeigt haben. Irre. Einfach irre. Wir hatten schon erwähnt, es ist Ostern. Dieter geht mal vor. Ich komme hinterher. Und dann gucken wir mal. Einmal mache ich sie aus. So, nachdem ich hier die ganzen Stufen hochgeklettert bin, hat Dieter erstmal Platz genommen, ja, und zeigt mir jetzt mal sein Wohnmobil und erzählt noch mal ein bisschen was. Das hat, ich kann das gar nicht glauben, du hast alles selber gebaut. Es ist komplett alles selber handwerklich gefertigt. Das sind Multiplexplatten.
Die sind dann zugeschnitten worden. Okay. Bearbeitet worden. Dann hat man die wieder rausgebracht. Dann sind die geschliffen worden. Dann sind sie lackiert worden. Dann hat man die wieder geschliffen und nochmal lackiert. Und dann sind die zum Einbau. Man hat die also praktisch 4-5 Mal in der Hand gehabt. Schöne Beschläge sind das hier, ne? Ja, das sind italienische. Okay. Die macht man dann in der Messe, Düsseldorf, guckt man dann rum und dann findet man auch Beschläge. So krabbelst du hier ab und zu noch mal durch ins Fahrerhaus? Ja, eher die Enkelkinder. Die Enkelkinder, die ne? Enkelkinder, die krabbeln da gerne. Ja. Dieter, wir können das ja alles gar nicht zeigen. Das nein, ist, nein, man, das, man kann das verändern hier, man kann die Tische drehen hier, man kann dann eben halt auch die Tische verlängern oder anders machen oder anders hinstellen, so dass man dann bequem sitzen kann. Das ist dann wieder aus dem Schiffsbaubereich hier. Okay. Das ist ja auch ein massives Teil, ne? Ja, ja, das ist dann für einen Tisch für ja, Boot, aus dem Bootsbau stammt die dann. Ich habe aber auch schon gesehen, der ist relativ stabil, wenn du mal dran wackelst. Häufig ist das ja so. Oh, das ist dann schon. Der ist richtig stabil, ne? Kann man dann auch hier verstellen. Ja. Rüberrücken hier. Oder wenn man mal woanders sitzen möchte, kann man dann auch wieder rüberstellen. Ja. Ihr sitzt hier ganz bequem mit wie vielen Leuten? 6, 7 gehen ja hier. Ja, 6 können hier sitzen. Das geht. Ja. So. Und dann hast du hier alle Schränke selber gebaut. Schränke sind dann eben halt handgebaut, weil fertig gibt es ja sowas nicht. Nee. Das macht man auch nicht. Und die Klappen sind dann auch wieder angefertigt. Ja. Fällt der gesamte Inhalt fällt schon mal raus. Die sind dann auch mit Federscharnieren versehen. Da hat man ja hier eben halt Brotkiste drin. Ja, brauchst nicht alles aufmachen. Das ist ja praktisch ein Überraschungsvideo, was wir hier machen. Das ist ja nicht lange geplant worden, sondern einfach gefragt, können wir mal gucken. Weil das ist ja irre, wenn du draußen so ein Wohnmobil stehen siehst mit fast 12 Meter Länge und 4 Meter hoch. Das ist natürlich schon ein Hammer, ne? So, hier hast du deine ganzen... Hier sind Anzeigen drin für Frischwasser, Grauwasser, Schwarzwasser, Frischwasserinhalt haben wir hier. So, dann kann man dann ablesen, wie viel Prozent Wasser man noch hat. Ja. Okay. Ob man ein bisschen sparsamer werden muss. Oder? Bei 400 Liter musst du nicht sparsamer werden. Ja, dahinter sitzt die Steuerungseinheit für die Heizung. Das ist dann auch ein Eigenbau. Okay. Alles selber gemacht. Ja. Ja, aber du musst ja dann überall Erfahrung auch mit den... Du hast das Fahrzeug selber hat ja 24 Volt, davon gehe ich mal aus. Nein, das Fahrzeug selber hat 24 und der Ausbau innen hat dann 12 Volt. 12 Volt. Weil es gibt Komponenten für 24 Volt, kann mal ein bisschen eng werden. Ja, okay. Du hast Solar auf dem Dach, hast Solar du mir erzählt? Solar haben wir drauf, 8 Paneele, wir haben rund 800 Ampelstunden, 4 Batterien drin. Ja, okay. Da benutzen noch die alten Batterien? Ja, wir haben noch Bleibatterien. Noch Bleibatterien. Ja. Naja, aber solange die noch gehen und solange du genug Strom hast, ist das ja kein Problem. Wir sind damit zufrieden. Und wenn die mal kaputt sind, dann kommen eben halt neue rein. Dann muss man eben halt überlegen, ob man wieder an zu schrauben fängt. Ja, musst du denn irgendwann. Ja. Dieter, darf ich mal fragen, wie alt bist du? Ja, ich bin 74 alt. 74? Ja. Und wann hast du das Fahrzeug gebaut? Wie lange ist das jetzt her? Das Fahrzeug läuft ungefähr 5-6 Jahre jetzt. 5-6 Jahre? Ja. Ja. Okay, und du hast die Schnauze immer noch nicht voll? Nein, nein, es wird immer noch was geschraubt und es gibt aber im Fahrzeug immer was zu... Ja, das stimmt. Es ist immer irgendwas kaputt, irgendwas muss gemacht werden. Oder verbessert werden. Oder verbessert werden, ja. So, hier sind wir in der Küche. Erzähl, Dieter. Ja, uns war wichtig, Gasherd, vierflammig sollte es sein, damit man auch mal anständige Bratpfanne da drauf kriegt. Backofen hier vorne. Okay. Und dann zum Brötchen aufbacken gibt es kleine Pizzafahren auch. Sehr gut. Ja. Ja. Und man erzeugt dann ja auch dreckiges Geschirr und für uns war wichtig, dann eine normale Haushaltsspüle zu bekommen. Ja, toller Wasserhahn hier, ne? Guck dir das an. Ja. Nicht den Plastikkram, den ich drin habe in meinen Hümer. Ja, das ist alles so. Ja, und das andere, kann man andere ist eben halt für Frau dann da und dass man dann auch Bestecke und so weiter und man muss ja auch ein bisschen Gewürze machen. Die Schränke sind also auch selber gebaut. Irre.
Das finde ich toll. Hier unten hast du noch irgendwelche... Hier sind jetzt die Wassertanks, Frischwassertanks ja, drunter. Ja, okay, da liegen jetzt die Teppiche drauf. Das nehmen wir jetzt aber nicht raus. Wir wollten ja, wie gesagt, ich wiederhole mich, einmal kurzfristig mal so ein Video machen, wie das hier drin aussieht. Hier haben wir dann die Auszüge drin. Ja. Also Staubplatz hast du ohne Ende, auch, ne? Ja, ja. Hier hinter ist dann bestimmt der Kühlschrank. Der Kühlschrank hinter hier. Hier oben gibt es noch so ein kleines Schlauchfach. Ja, und für die abendliche Belustigung haben wir dann hier unseren Fernseher. Fernseher, ja, okay, ja. Toll. Ich gehe einmal hier so kurz rum. Fernseher kennt jeder, also braucht man nicht. Braucht man nicht. So, jetzt habe ich ja eben schon Blick gebrochen. Ich muss immer so lang. Die da gehen mal vor. Zeig uns mal dein Badezimmer. Ja. So. Für uns war es wichtig, auch ein schönes... Hallo Camper, guckt euch das an. Sagt mir, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Guckt, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Das hat Dieter alles alleine gebaut, das ist irre. So, Dieter, erzähl. Ja, für uns war es wichtig, ein schönes Waschtisch zu haben, so dass man dann sich auch ausbreiten kann. Ja. Und man kann dann die Toilette benutzen. Hier haben wir die Dusche. Ja, ich komme da gleich wie rum. Wie zu Hause. Was hast du hier untergebaut? Das gehört noch hier zur Garage. Das ist die Garage, da ja. Steht die Schnauze vom Mini hin. Ah, das ist jetzt hier. Wir befinden da ist wirklich schon, das ist schon eng da. Der läuft also bis auf ein paar Zentimeter gegen diese Wand. Ja, irre. So, guck mal, und jetzt gehen wir rein. Und jetzt gibt es hier eine Treppe rechts. Nee, erstmal gibt es hier noch eine Zahaka-Toilette. Habe ich richtig verstanden? Genau, ne? Genau. So, die Schiffstoilette Zahaka. Ja. Mit Pumpe drin. So, und jetzt geht das hier rechts hoch. Und es geht einmal links hoch. Und hier haben wir noch eine Dusche. Guck dir das an. Schön gekachelt. Das sind richtige Kacheln, das oder? Das sind richtige Kacheln. Das sind Fliesen. Fliesen. Mosaik ist das. Mosaikfliesen, ja. Geklebt. Geklebte, ja, aber ich meine jetzt nicht so ein Plastikkram. Das nein, ist alles nein, echt, nein, ne? Das ist dann schon massiv geworden. Ja, aufs Gewicht brauchst du ja hier nicht achten. Ja, zuletzt habe ich dann angefangen zu zählen. Ja? Und über die Waage zu fahren. Okay, wurde dir ja das unheimlich im Laufe der ja, Zeit? Ja, man kommt dann langsam ins Grübeln. Ja, okay. Wo es hingeht. Aber es ist noch alles im Rahmen. Es passt ja dann. Ja, okay. Guckt euch das an. Ich will nicht immer in den Spiegel halten, dann müsst ihr mich immer angucken. Das wollen wir ja gar nicht so, die da lassen. Geh mal voran. Ja, soll ich mal was ja. So, wir gehen jetzt hier eine Treppe hoch. So, und dann sind wir hier im Schlafzimmer. Guck mal, das ist ein Bett, das ist bestimmt 1,80 breit, 2 Meter lang oder wie ist das? Das hier? Ist wie zu Hause. Wie zu Hause? Das ist wie zu Hause. Ganz normale Matratze drin, man braucht sich nicht umgewöhnen. Alles wie zu Hause? Alles wie zu Hause. So, die Frau geht da längs oder umgekehrt? Oder umgekehrt, ja. Je nachdem. Aber jeder hat so seinen eigenen Eingang. Irre. So, dass man auch mal nachts getrennt zur Toilette gehen kann. Ja. Dass man den anderen nicht gleich wach macht. So, ich gehe mal raus und wenn man das hier so sieht, das könnt ihr natürlich nicht sehen, aber ich zeige das mal. Hier sind überall noch zusätzliche Staufächer. Also Platz hast du wirklich ohne ja, Ende. Ja, das ist ja auch, wenn man mal länger unterwegs ist, braucht man, ja. Alles starke Scharniere hier, ja. Wunderbar. Ja, ich muss immer lachen, Roland, ich muss immer lachen. Ich halte die Kamera einfach nur noch mal so hin. Unglaublich. Unglaublich, Dieter, was du hier gebaut hast. Hat Spaß gemacht, macht immer noch Spaß. Ja. So, hier sind wir nochmal in der Küche. Hier die Ecke, Sitzecke. Ich setze mich hier auch einmal hin. Gucken wir das nochmal von hier an. Habe ich euch gerade gestört beim Frühstück oder was? Nein, da sind nein. Wir mit durch. Das steht ja. Schon für zum Mittag wird dann auch nochmal gegessen. Ja, Dieter, habe ich irgendwas vergessen zu fragen? Ich habe bestimmt eine ganze Menge vergessen zu fragen. Ja, die Leutchen können ja mal schreiben, wenn sie was Genaues wissen wollen. Da, also wir sind ja hier in Mühlen an der Aller, da bist ja. Du, glaube ich, auch häufiger. Ja, ja. Das bedeutet, wenn ihr spezielle Fragen habt, ich treffe den Dieter immer mal wieder, denke ich mal, dann können wir die Fragen nochmal beantworten, können eventuell nochmal ein separates Video machen. Ja. Überhaupt gar kein Problem. Dieter, dann danke ich dir erstmal. Ja, ich danke dir. Dass wir hier einmal reingucken ja, durften. Danke schön. Und dann wollen wir mal sehen, was die Leute dazu sagen. Ja, bin ich auch gespannt drauf. Alles klar. Bis dann, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und wie gesagt, schreibt gerne unten in die Kommentare rein. Bis dann erstmal. Tschüss. Schöne Ostern. Tschüss.